Servus Leute und damit wieder herzlich willkommen bei Link's Awakening DX. Im letzten Part habe ich zwei Herzteile abgezogen und Struppi zurückgebracht und die Tauschquest begonnen. Und ich würde sagen, heute mache ich doch gleich weiter mit der Tauschquest. Denn ich will es jetzt neben dem Zug gleich mal machen, da ich nämlich ganz genau weiß, wo ich nämlich jetzt als nächstes hin muss. Und ich will es neben zu haben, das ganze Zeug, so geh weg, geh sterben. Euch da unten soll mich nicht laufen. Du da oben laufst. Ach, ein Rubin, den nehme ich mit, dann habe ich wenigstens unten eine gerade Zahl. Hallöchen, Häuschen. Hallo, Krokodil, was sagst denn du? Was hast du denn da in der Hand? Nein, das ist... Genau, diese Dose fehlt in meiner Sammlung. Bitte gib mir die Dose. Bitte, bitte, bitte. Gut. Oh, danke. Gib sofort her. Schmatz, schmatz. Bläh, rülps. Das war gut. Es ist ein fairer Tausch. Es ist zwar kein fairer Tausch, aber du hast ein paar Bananen. Wumps. Du hast die Dose gegen die Banane getauscht. Guter Deal, Baby. Wieso heiße ich jetzt Baby bei dem? Naja, egal. Das soll mich jetzt irgendwie nicht stören. Schau wieder ein Rubin. Juhu. Ich bin Rubin geil. Gib, Rubin. Dankeschön. Und du, stirb. Gib, Rubin. Nö, ein Götterhorn. Ein Götterhorn. Sehr schön, auch wenn ich es nicht brauche. Für den gesamten Weg wird es irgendwann wahrscheinlich weggehen. Das würde ich dann an der Musik hören. So, dele. Stirb. Rubin, ich will den haben. Gib Rubine. Gib. So. Oh, ich könnte eigentlich noch was machen. Das will ich jetzt kurz gucken. Hallo. Hallo, ich bin der Fotograf. Willst du etwas über Urira wissen? Ich nenne es Dieb enthüllt Uriras Geheimnis. Sehr schön. Ein neues Foto für unsere Fotosammlung nehme ich doch ganz geschwind noch mit. Einmal nach oben, einmal nach rechts. Und dann geht es hier raus. Erstmal so schneiden. Ein Rubin liegt vor mir. Sehr schön. Rubin! Wow. Ha, ein Portal. Ein Portal. Jetzt muss ich gerade mal ausgucken. Bin mir nicht so ganz... Ach komm, ich mag dich nicht, Gegner. Geh einfach mir aus dem Weg, sonst wirst du sterben. Okay, da war nichts mehr drin. So, dele, Bipapo, was war denn hier überall noch drin? Jetzt muss ich gerade erstmal gucken. Ich glaube nicht, dass diese... Ja, genau. Doch, das hat sogar funktioniert. Ja, okay. Okay. Da will ich ja später hin. Gibt es hier oben noch etwas? Boom. Feenbrunnen? Ja. Gut. Den lasse ich gleich mal offen. Geh weg, Gegner. So, lass mich da durch. Hier doch will ich. Ach komm, geht sterben einfach. What's the right way? Ja, jetzt... Oh, das war sogar perfekt der richtige Weg. Hallo. So. Oh, und wo gehen wir denn eigentlich hin? Richards Villa. Das sieht aber nicht aus wie eine Villa, nur wie ein Häuschen. Frösche, warte, ich kann auch springen. Ich will mitspringen. Und quack, 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 quack. Hallo. Er sei gegrüßt. Vermutlich sieht er es mir nicht an, aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von den Monstern verzaubert und zwangen mich, das Schloss zu verlassen. Ich musste in die Villa fliehen, aber er möchte den Schlüssel zur Urunga-Steppe. Ich kann ihm helfen, für eine kleine Gegenleistung. Er möge mir erst die goldenen Blätter bringen, die ich bei der Flucht verloren habe. Jo. Großartig, finde... Er alle fünf Blätter, vergiss er nicht, auch eine Schaufel mitzubringen. Ja, Schaufel habe ich dabei. Ah, schieb! Dieb untersucht das Regal. Das ist ja ein tolles Regal. Ist das nicht schön? Einfach mal nur so aus langweiliges Zeug angucken. Und dann... Ah, ich finde die Musik einfach episch im Hintergrund hier. Geh weg.
Aua. Jetzt sterben. Ein Herz. Und das ist Muschelwasser. So. Hier sehen wir den Muschelwasser. Ich bin der Hausgeist. Ich warte hier auf jemanden, der die Düsternis beseitigt. Finde alle versteckten Muscheln und gehe danach durch das Tor, um das perfekte Schwert zu erhalten. Oh, wie wir sehen, geht unser Balken schon ein bisschen höher. Hm, es tut sich nichts, du hast wohl nicht genug Muscheln. Wie wir sehen, muss ich hier ganz nach oben. Da nach oben. Bis zur letzten Fackel. So, wir sehen schon, ich habe hier schon ein bisschen was. Und wie wir jetzt auch wissen, wissen wir auch, was wir bekommen, wenn wir die Muschel, wenn wir die Muscheln alle zusammen haben. So, ich glaube aber nicht, dass das der richtige Weg war. Ja, das war nicht der richtige Weg. Komm, gestorben mit deinem blöden Schwert. Rechts rum? Nein, ich will. Geht sterben. Komm, geht sterben. So, ich brauche noch kurz meine Kraftarmbande. Und alle hoppa! Du hast eine Zaubermuschel gefunden. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du was Feines bekommen. Ja, ich weiß sogar schon was. Also sollte es nicht so schwer sein. Was gab es denn hier drüben? Nichts, außer hier unten halt ein Tunnel, aber den will ich noch gar nicht benutzen. Oh. Was war denn hier unten nochmal? Ich habe das falsche Item drin. Oh ja, ich brauche hier noch gar nicht hin. Ich laufe mal wieder raus. Na toll, nicht wieder rein. Raus, habe ich gesagt. So, biete Feder. So. Ja. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ich weiß, glaube auch schon, wo. Geh weg. Wieso laufe ich eigentlich wieder zum Muschelwasser? So. Ich sollte vielleicht hier nach oben. Und zwar hier nach rechts. Und noch ein weiter Weg mit Zivilfluss und wieder nach rechts. Uka, Uka. Haben wollen. Du, Kiki geben, Kiki. Banana, Banana, Banana. Oh, Kiki freut sich. Affen, kommt, bedanken. Uka, Uka, Uka. Bau Brücke. Bau, 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 Brücke, bau. Geschäft erledigt. Tschüss, Kiki, Kiki. Ein Stock. Du hast einen Stock gefunden, den einer der Affen zurückgelassen hat. Du nimmst ihn. Okay, ich nehme ihn. Und damit auf in ein neues Abenteuer. Hihihi. Schön. War das eigentlich interessant hier schon? Ja. Ich wusste doch, das war doch gleich interessant. So. Gumba. Gumba. Nochmal ein Herz. Hihi. Und alle ab und hoch. Dö, dö, dö. Ich laufe rechts rüber. Hallo Gegner, geh sterben. Ach ja, genau, der erste war ja gar nichts. Hier war's. Geh sterben. Geh sterben. Danke. Ein goldenes Blatt mit Start siehst du, wie viele du bereits gesammelt hast. Ich glaube, das brauchen wir nicht gucken. Das können wir uns, glaube ich, so schon denken. Ich stehe falsch. Ich muss hier stehen. Danke. Danke, gestorben. War hier nicht auch ein Blatt? War hier nicht eins? Ich meine schon. Du gibst auch kein Blatt her. Na gut, bei dem hier weiß ich ja, wie es geht. So. Rabe, komm runter. So, dann holen wir dich halt runter. Und tschüss. Blatt. Ein goldenes Blatt mit Start, siehst du, wie viele du bereits gesammelt hast. Zwei Stück bisher. Und hier oben warst du auch noch ein Blatt? Nein, hier warst du kein Blatt. Ich sollte vielleicht auch die Schaufel einsetzen. Ein Herz. Ein Rubin. Ein Rubin. Ein Herz. Ein Herz. Nichts, nichts, nichts. Grab, Grab, Grab. Grab, Grab, Grab. Okay, hier war nichts. Hier hatte ich mein Blatt schon. Hier gab es kein Blatt, okay. Jetzt gehe ich noch einmal kurz rechts rüber, um da zu schauen, ob es dort das Blatt in der Ecke gab. Nö.
meine, aber hier gibt es ein Blatt. Oder gab es in dem eins? Ah ne, halt, da haben wir doch schon. Ach ne, ganz oben waren wir noch nicht. Ich will noch ganz oben hin. Ah, guck, ich hab doch. Hier muss doch ein Blatt versteckt sein, sonst würde diese Gegner doch nicht willkommen, oder? Ich weiß es nicht. An diesem Blatt hänge ich immer. Ich weiß nicht, ob es hier 2003 waren oder 2. Ich meine, es waren dann doch nur 2, weil ich glaube jetzt nicht, dass hier irgendwas kommen würde, oder? Also ich habe jetzt alles umgegraben, bis auf 2 Felder. Okay. Hier nichts. Gegner bist du wieder da? Nö, gut. Sehr schön. Feder. Wusste ich, dass sie doch wieder kommt. Oh, ein Teil der Macht. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Natürlich. Etwas Elegantes. Und hier rein. Danke für das neue Blatt. Ein goldenes Blatt. Mit Start siehst du, wie viele du bereits gesammelt hast. Wie auch immer. So. Gestorben einfach. So, das hat sich angehört, als sei das Burgtor aufgegangen. Nun kommst du leicht nach draußen. Sehr schön. So will ich das auch sehen. Und dann nach links. Dann die Treppen hoch. Und 2 komische Sachen an der Wand. Hier lohnt es sich, würde ich mal so fast behaupten, hier links die Bombe zu legen. Aber ich bin jetzt ganz faul am Gegner. Hi. Hallo. Ich sage ja, ich bin jetzt ganz faul an diesem Gegner. Ich mag den Gegner nicht, weil er genau blöd da rauskommt. Er steht einfach nur falsch rum da. Bitte wieder Feder rein. Danke. Ja gut. So, und da haben wir doch noch einen Gegner. Oh yeah. Freu. Links gibt's nichts, außer ein Gegner. Hahaha. Okay, es waren doch nur 2 Blätter draußen, 2 Blätter drin. Ich sollte vielleicht auch da reingehen. So. Das Tor ist zu. Was machen wir bloß? Geh. Auf. Naja, ich nehme jetzt ein paar Krüge. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ah, Bomben. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, für was ich diese Bomben jetzt brauche. Ah, okay, da gibt es auch nichts drin. Ah, dann hat es noch. Okay, das nehme ich mit. Und auf. Hi. Auf das muss man echt erstmal kommen. Dass man hier gegenlaufen muss. Hi. Ein Blatt. Nun hast du auch das letzte goldene Blatt gefunden. Jetzt solltest du noch einmal Richard aufsuchen. Wegen des Schlüssels. Natürlich. Und ich gehe wieder raus. Doch ich kann nicht runterspringen. Das finde ich immer noch so klasse. Ha, ich finde es einfach nur herrlich, wenn man hier nicht runterspringen kann. Finde ich ein klein wenig blöd. Naja. Ab wieder die Treppen nach unten und auf zu Richard. Und wieder ein paar Gegner. Wie ich entweder gekonnt sein lasse oder sterben werde. So. Einfach mal aus die Seite. Dankeschön. Ich will nach draußen. Oh, dieses Lied, ich finde es so geil. Es ist einfach nur episch, dieses Lied. Ich finde es toll. Hi, Richard. Na? Ah, sehr gut. Er hat alle Blätter finden können. Schiebe er diese Truhe hinter mir zur Seite. Er findet, was er gesucht hat. So. Ich schiebe jetzt noch das auf die Seite. Ich schaue ihn mal an, so ganz gekonnt. Aha. Okay, eigentlich wollte ich ihn nicht antreten, eigentlich wollte ich nur springen, naja. Egal. Und ich würde sagen, ich beende hier mit diesem Part im Richard-Villa auf den 4 Fröschen. Naja, 5. Ich bin ja auch ein Frosch. Fling, fling. Ich bin ein Frosch, ich kann nur springen. Ich kann nur springen. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Legend of Zelda Link's Awakening DX. Kleiner Sprachfehler, naja, egal. Also Leute, macht's gut. Bis dann und tschaußen.